Nico sagt, du bist in Gregor verliebt. Gregor sagt aber, du bist es nicht. Dann glaub doch einfach, was du willst. Ja, das würde ich auch ganz gerne, aber... Kann es sein, dass du in mich verliebt bist? Was, ich? Wie kommst du denn da drauf? Hör zu, Coco. Wir kennen uns zwar echt noch nicht lange, aber... unsere Freundschaft, die bedeutet mir echt viel. Falls du wirklich in mich verliebt sein solltest, dann lass uns drüber reden. Wir finden bestimmt irgendwie einen Weg, wie wir trotzdem miteinander klarkommen. Sag mal, hast du vielleicht so viele schlechte Filme gesehen? Wir finden bestimmt einen Weg. Geht's noch? Was regst du dich jetzt so auf? Weil du mir unterstellst, ich will was von dir. Das ist völliger Blödsinn, total hirnrissig. Aber ich dachte einfach, dass... Was dachtest du? Dass alle Mädels gleich in Ohnmacht fahren, wenn sie dich sehen? Mann, wie kann man nur so von sich eingenommen sein? Hi. Wie war's? Wie war was? Mit Coco. Du wolltest doch mit ihr sprechen. Du hast gesagt, ich soll mit ihr sprechen. Und? Hast du? Sag mir, wenn du soweit bist, ich gehe inzwischen duschen. Ich habe geglaubt, Coco wäre in mich verliebt und ich habe sie darauf angesprochen. Wie hat sie reagiert? Dass sie mir keine gescheuert hat, das war alles. Sie hat alles abgestritten? Und wie? Enttäuscht? Spinnst du? Coco ist eine gute Freundin, mehr nicht. Ich verstehe nur immer noch nicht, warum sie Nico und mir vormacht, dass sie was von dir will. Ja, guck mich nicht so an. Ich kann dir da auch nicht weiterhelfen. Na, ist ja auch egal. Ich bin mit Nico zusammen und Coco will nichts von mir. Ist doch alles bestens, oder? Coco! Coco! Was? Ich krieg gleich einen Trommelfellriss. Gott, bist du empfindlich. Hier, besser. Sind die Wildegger Herzbuben in die Charts eingestiegen oder warum bist du so aggressiv? Ich bin nicht aggressiv. Wenn ich dir jetzt sagen würde, dass es was mit Christian zu tun hat? Der Vollidiot, der kann mich mal. Du hättest ihn vorhin mal hören sollen. Echt unglaublich. Was hat er denn gesagt? Ha, der hat mich tatsächlich gefragt, ob ich verliebt in ihn bin. Ist das zu glauben? Wie kann man so eingebildet sein? Aber du bist doch in ihn verliebt. Na und? Woher will er denn das wissen? Vielleicht hat er irgendwas rausgefunden. Sehe ich vielleicht so aus, als wäre ich verliebt? Naja, gerade nicht, aber im Prinzip doch schon, oder? Was? Also ich glaube, mit Gregor meint sie es ziemlich ernst. Du hast schon lange nicht mehr so rumgeeiert. Wenn du noch ein einziges Mal so einen dämlichen Verkupplungsversuch startest, dann zeige ich dir mal, wie ernst ich wirklich werden kann. Entschuldigung, ich wollte dir nur helfen. Oh, die heilige Nicoletta von Düsseldorf. So ein Blödsinn. Du wolltest mich doch nur an Gregor verhökern, damit du keine Angst mehr um Christian haben musst. Hey. Solltest du nicht unten sein? Ich habe die Extended Version laufen. Pass mal lieber auf, dass Nico das nicht sieht. Hey, zu behaupten, ich wäre in Gregor verknallt, das war der totale Griff ins Klo. Ich dachte, ich wäre aus dem Kindergartenalter raus. Wie kann man nur so bescheuert sein? Hey, wenn man unglücklich verliebt ist, dann macht man manchmal die merkwürdigsten Sachen. Das kannst du mir ruhig glauben, ich spreche da aus Erfahrung. Geht's dir denn wieder besser? Ja, weil ich Leonard aus dem Weg gehe und mir fest vorgenommen habe, ihn zu vergessen. Genau das werde ich jetzt auch tun. Wie? Einfach so? Tschüss, Christian. Genau. Ciao, tschüss, auf Nimmerwiedersehen. Tut mir leid, was ich dir gestern an den Kopf geworfen habe. War nicht so gemeint. Keine Sorge, die Message ist angekommen. Ich werde nie wieder versuchen, dich mit Gregor zu verkuppeln. Wenn du den Mann, den du liebst, nicht haben willst, dein Pech. Ich bin nicht in Gregor verliebt. Das habe ich dir nur gesagt, damit du mir nicht mehr unterstellst, dass ich mich an Christian ranschmeißen will. Jetzt mache ich mir Sorgen. Du Schicksalbes. Oh, hey Coco. Bist du mit? Ich hab noch dabei. Danke, aber ich muss mit Pepper raus. Okay. Pepper, komm. Kaffee? Ja. Croissant. Hast du eigentlich schon gehört, dass sie gar nicht in Gregor verliebt ist?
Coco? Mhm. Ja, hat sie erzählt. Und hat sie auch gesagt, warum sie dann so eine Show abgezogen hat? Nee, hat sie nicht. Hast du eine Ahnung? Nein, du? Nö, ich auch nicht.